Ja, herzlich willkommen zu diesem Power-Yoga-Video mit mir, mit Tobias von Yoga Privé. Namaste, schön, dass du da bist. Vor uns liegt eine recht kraftvolle und intensive Yoga-Praxis, in der wir im Wesentlichen die Stärke der Körpermitte, dann die Kraft der Schultern und die Stabilität der Arme aufbauen werden. Und der Mittelteil unserer Stunde führt uns zu einer recht intensiven Armbalancehaltung. Im Deutschen kennen wir sie als die Haltung der Krähe, im Yoga heißt sie Karkasana. Also wir erzeugen einiges an Wärme und Kraft und aber auch Beweglichkeit. Ich wünsche dir viel Freude beim Mitmachen. Mach mit, lass dich begleiten von mir und anleiten und wünsche dir viel Erfolg dabei. Eine gute Zeit. Lass uns die Matte ausrollen und starten. Wir starten diese Yoga-Praxis im Sitzen, bereiten uns darauf vor und aktivieren erstmal die Gelenke, also Schultergelenke und Handgelenke. Für die Handgelenke kannst du ganz einfach sie zueinander bringen und über die Gelenke kreisen. Gestalte das für dich recht angenehm, sodass es den Handgelenken gut tut und du auch das Gefühl hast, dass du dich einmal hier schön durchbewegen kannst und sie mobilisierst. Ja, wenn du die Bewegung größer werden lässt, dann kommt das bis hoch in die Schultern. Und wird immer größer. Und wechsel die Richtung. Ganz groß andersrum kreisen. Gut, dann schüttel die Arme locker aus, ohne dass die Handgelenke dazu zu sehr schlackern, also es ist eher locker statt so ganz schlackernd. Jo, dann mach eine Faust bitte jeweils, drück die Fäuste zusammen, spür die Kraft, die die Hände machen, die die Finger brauchen, aber auch den Unterarm, wie viel Kraft hier entsteht. Und dann öffne die Fäuste wieder und mach das ein paar Mal. Drücken in die Faust und spreizen in den Fingern und ein paar Mal. Also schön raus, ja, locker rausbewegen. Kannst du mal ein bisschen schneller werden? Ein bisschen schneller. Und noch ein bisschen schneller. Merkst du schon, da fängt es jetzt an zu brennen. Die Sehnen an den Handgelenken, auch an den Unterarmen werden warm. Ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr. Atmen nicht vergessen. Und ausschütteln, ganz locker wieder ausschütteln. Gut, ja, lass die Hände wieder ankommen und kreis mit den Schultern rückwärts. Mach große Kreise. Und werde dabei weich in den Bewegungen. Und dann kreis weiter rückwärts, aber heb die Arme nach vorn. Es fühlt sich ein bisschen anders an jetzt, da ein Teil der Armmuskulatur aktiver ist als eben noch. Immer noch zurückkreisen. Gut, dann hebt die Arme nach oben. Und nochmal rückwärts kreisen. Auch das fühlt sich spürbar anders an, hört sich anders an. Ein bisschen durchkreisen. Gut, und dann lass wieder los und die Arme nach unten ausschütteln. Gut, verschränk die Finger hinter dem Rücken, mach eine Faust, roll die Schultern weich zurück und schieb die Faust nach hinten weg. Dann hebt sich dein Brustbein nach vorn hoch. Hier vorne in der Vorderseite spürst du Raum, Raum für mehr Dehnung, aber auch Raum für die Atmung. Lass die Atmung nach oben fließen in den Brustkorb. Und einmal tief durchatmen, nach oben. Den Nacken wieder locker lassen und dann löst wieder auf. Mach dich immer rund, roll dich ein und richte dich wieder auf. Wechsel zum Vierfüßler. Gut, dann kommen wir an den Vierfüßler, einen Kreis sanft über den Händen. Ja, wir sind noch in der Vorbereitung für die Gelenkstrukturen. Handgelenke bewegen sich, Schultergelenke bewegen sich.
Das Becken bewegt sich mit, also die Hüftgelenke sind beteiligt. Und dann kreist du mal andersherum über den Händen. Dann kommen wir wieder an den Vierfüßler. Einmal hier in den Katzenbuckel, den Bauchnabel nach oben ziehen, die Flanken heben, Kopf einrollen. Dann der Pferderücken, die Wirbelsäule nach unten fließen lassen, den Blick nach vorn heben. Ausatmend in den Katzenbuckel einrollen. Einatmend zum Pferderücken gleiten. Und nochmal ausatmend der Katzenbuckel, den Rücken runden, die Hände schieben den Boden nach unten weg. Der Pferderücken, die Wirbelsäule taucht ein, der Blick kommt nach vorn. Dann stell dir die Füße auf und schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Dann such dir Bewegungen hier. So ein Lauf auf der Stelle. Erstmal eine Ferse richtig tief sinken, dann die andere Ferse tief sinken. Gut. Dann nehmt beide Fersen nach oben, streckt die Beine so gut es geht durch und dann lass mit gestreckten Beinen die Fersen wieder tiefer sinken. Da dehnst du ein bisschen mehr die Beinrückseite. Jetzt schieb die Hände nach vorne runter an die Matte und schieb dein Becken nach hinten hoch. Streck dich ganz lang aus. Dann nimm diese Länge mit in den hohen Liegestütz. Streck dich weit auseinander zwischen Fersen und Scheitel und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Atme hier aus. Mit dem Einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz fließen. Mit dem Ausatmen zurückschieben in den abwärts schauenden Hund. Einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz, Shatudasana. Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Nochmal einatmen nach vorne in Shatudasana, in den hohen Liegestütz. Dann bleib hier, probier mit den Schultern zu kreisen und einfach dich mal zwischen den Schultern nach oben und unten zu schieben. Ja, dann komm hier an im hohen Liegestütz, schieb die Hände nach unten, zieh dich zwischen den Schultern, Blättern nach oben hoch und dann leg dich langsam zur Erde, zieh die Ellenbogen nah an den Körper, komm langsam nach unten, leg dich ab. Nochmal die Schultern locker bewegen, Handgelenke wieder entspannt durchbewegen. Und dann stell die Hände ein Stück weiter hinter dir auf, in den unteren Rippenbögen. Schieb den Steiß zurück, roll die Schultern weit zurück, schieb die Hände nach hinten Richtung Füße, zieh dich nach vorn hoch in die Cobra und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Atme hier aus. Einatmend in den Katzenbuckel gleiten, die Knie sanft aufsetzen, zum Pferderücken fließen. Ausatmend zur Position des Kindes eintauchen. Einatmend, komm hoch in den Katzenbuckel, zum Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund, hochschieben, die Hände drücken nach unten, die Sitzbeine schieben hoch, die Fersen sinken tief, einatmend in den hohen Liegestütz fließen, ausatmend leg dich Richtung Erde ab, einatmend Schultern weit zurückziehen, Steiß zurückschieben, die Kobra schiebt dich hoch, ausatmend komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt hebt dein rechtes Bein nach oben, drück die rechte Hand nach unten. Komm nochmal nach vorne in den hohen Liegestütz, zieh alle Kraft zur Mitte des Körpers, schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel hoch und schieb dich wieder zurück in diesen einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Und die rechte Ferse nach oben schieben. Nochmal den hohen Liegestütz mit dem rechten Bein gehoben. Jetzt zieh dein rechtes Knie nach vorn an den rechten Oberarm. Halte hier, sammle wieder Kraft in der Mitte. Schieb dich zurück in diesen einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Jetzt dein rechtes Knie an den linken Oberarm. Komm nach vorn, ganz hoch zum linken Oberarm ziehen. Die Mitte verwringt sich, atme weiter. Hände drücken nach unten. Schieb dich zurück in den einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Und dann setz den Fuß langsam zur Erde ab. Die Knie absenken in den Katzenbuckel. Zum Pferderücken, zum Kind eintauchen. Mal einen Moment durchatmen, die Hand rücken, bring sie zum Boden, beweg die Hände, beweg die Finger. Entspann dich einen Augenblick. Und komm wieder hoch in den Katzenbuckel. Einatmen zum Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Drück die linke Hand nach unten, heb dein linkes Bein nach oben hoch, schieb die Ferse weit weg, komm in den hohen Liegestütz nach vorn.
Hier atmen, alle Kraft in die Mitte des Körpers ziehen. Jetzt zieh dein linkes Knie zum linken Oberarm heran. Das Knie ein bisschen hochziehen an den Brustkorb. Hände drücken nach unten, Kraft in die Mitte sammeln und schieb dich zurück in diesen einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Nochmal, linkes Knie zum rechten Oberarm. Komm nach vorn. Schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel hoch. Drück die Hände nach unten, schieb dich zwischen den Schultern raus und komm zurück in den einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Dann das linke Bein langsam wieder aufsetzen, nach vorne den hohen Liegestütz und langsam zur Erde ablegen. Gut, schieb dein Steißbein zurück, verschränk die Hände zu einer Faust hinter deinem Körper, zieh die Schultern zurück, schieb die Faust nach hinten Richtung Füße und zieh dich langsam nach vorn hoch. Atme hier ein, nach oben, atme aus, komm wieder ein bisschen tiefer. Einatmen, zieh den Oberkörper nach vorn hoch, heb die Beine nach hinten hoch. Ausatmend, komm wieder ein Stück tiefer. Nochmal einatmend, zieh dich an den Enden deines Körpers nach oben hoch. Ausatmend, komm wieder tiefer. Letzte Runde, einatmend, zieh dich nach vorn hoch. Bleib hier oben, atme und schieb die Faust etwas mehr Richtung Füße, zieh dich noch ein bisschen zurück. Dann bring die Hände zurück an die seitlichen Rippen, steig auf in die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Schieb dich langsam mit Kraft in der Körpermitte zurück, der abwärts schauende Hund. Einmal hier durchatmen. Kleine Bewegungen machen. Und heb dein rechtes Bein nach hinten hoch. Jetzt komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Halte hier an und jetzt zieh dein rechtes Knie in den Brustkorb und jetzt schiebst du den rechten Fuß nach links weg. Legst ihn einfach auf die Außenkante ab. Hinterer Fuß bleibt aufgestellt. So, wir machen eine kleine Liegestütz-Variation. Beug die Arme langsam an, komm ein bisschen tiefer, atme aus. Atme ein, streck dich wieder hoch, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz. Einatmen, hochschieben, letztes Mal. Ausatmen, tiefer Liegestütz. Einatmen, zieh dich wieder hoch und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Hier tief durchatmen. Lass den Rücken atmen. Heb dein linkes Bein nach hinten hoch. Komm in den Liegestütz nach vorn. Jetzt zieh dein linkes Knie Richtung Brustkorb. Leg den Fuß nach rechts ab. Sammel Kraft. Ausatmen, die Ellenbogen anbeugen. Einatmen, wieder hoch, hoher Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz, ein bisschen tiefer. Einatmen, wieder mehr nach oben kommen. Nochmal ausatmen, ganz tief nach unten. Einatmen, wieder hochschieben. Zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, nach vorn über den Liegestütz. Ausatmen, legst du dich zur Erde. Gut, hab ja gesagt, es wird warm. Leg die Hände für einen Moment unter die Stirn ab. Genieß einen Moment, einmal durchatmen. Schüttel dein Becken dabei locker aus. Und ganz tief durchatmen. Und dann lass dein Becken wieder ankommen. Ja, stütz beide Hände wieder an den Seiten deines Körpers auf. Roll die Schultern zurück, schieb deinen Steiß zurück, zieh dich nach vorne hoch in die Kobra und dann komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein nach oben hoch, wir bleiben in der Kraft, atme aus, schieb beide Fersen weg, einatmen, komm vor in den hohen Liegestütz, ausatmen, der tiefe Liegestütz, du kannst dich ablegen, du kannst dein rechtes Bein ablegen oder kommst hoch in die Kobra und schiebst dich zurück. Den abwärts schauenden Hund, rechte Ferse nochmal wegschieben, dann das rechte Bein wieder absetzen. Linkes Bein nach oben ziehen, einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder ablegen, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, das linke Bein nach hinten hoch, abwärts schauender Hund. Dann senk auch den Fuß wieder zurück zur Erde, komm wieder symmetrisch an, streck dich nochmal tief durch. Dann in den Katzenbuckel, zum Pferderücken und zu einer kleinen Pause wieder zurück zum Kind. Mal die Handrücken zum Boden bringen, die Hände beleben, tief durchatmen und dann setz dich bitte nach oben.
Ja. Wir bereiten nochmal die Handgelenke vor. Ganz locker durch. Mobilisieren bitte. Machen einen Drehsitz. Rechte Hand nach hinten, linke Hand einfach zum rechten Bein. Dreh dich ausatmend nach rechts auf und einatmend streck dich nach oben hoch. Lass die Atmung tiefer fließen. Mit dem Einatmen streck dich wieder nach vorn, streck beide Arme nach oben hoch. Ausatmend komm nach links. Einatmend nach oben aufrichten. Ausatmend in die Drehung fließen. Mit dem nächsten Einatmen komm wieder nach vorn hoch. Streck die Arme lang nach oben aus und ausatmend bring die Hände zurück. Mal gerne die Arme und Schultern ausschütteln, sodass wir jetzt einfach gut vorbereitet sind für Karkasana, für die Krähe. Komm dazu bitte in eine Hocke. Die Krähe ist ein Asana, die ein gutes Maß an Geschicklichkeit braucht, aber auch an Kraft natürlich, denn es ist eine armgestützte Krafthaltung, die uns in die Balance bringt. Wir bereiten einmal für einen Moment die Beine- und Hüftbereich vor. Bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Und jetzt drück die Ellenbogen sanft gegen diese Innenseiten der Knie, da wo so eine kleine Kuhle spürbar ist. Da drückst du die Ellenbogen ran. Drückst du die Ellenbogen gegen die Knie und hältst mit den Knien dagegen. Ja, das ist ein sehr, sehr kraftvoller Kontakt, eine sehr starke Basis hier. Also die Ellenbogen drücken die Knie nach außen und die Knie halten dagegen. Der Rücken kann lang werden dabei, muss nicht viel tun. Einfach die Kraft ist zwischen Armen und Beinen. Gut, nochmal durchatmen und dann bring die Hände bitte nach vorn. Ganz einfach die Fersen vom Boden abheben. Ich zeige dir jetzt die Krähe aus dieser Position. Wir bleiben in der Grundidee für diese Runde, dass die Ellenbogen, wenn du sie anbeugst, an die Innenseiten der Kniekehlen kommen. Du drückst mit den angewinkelten Armen die Ellenbogen nach außen und mit den Knien kraftvoll die Ellenbogen wieder zurück. In der Summe passiert äußerlich sichtbar nichts, aber es ist halt ein sehr, sehr kraftvoller Kontakt hier. Ja, die Arme anwinkeln, Ellenbogen etwas nach außen ziehen. Jetzt spreiz die Finger auf und bring viel Gewicht auf die Fingergrundgelenke. Also entlaste die Handgelenke. Bring die Füße etwas zueinander. Der Rest ist jetzt Gewichtsverlagerung und Hebel. Die Hände sind die Basis, die dich tragen. Ellenbogen und Knie drücken zueinander. Und jetzt verlagere einfach mehr Gewicht nach vorn. Immer mehr, mehr, mehr. Und irgendwann gibt's da so einen Hebelpunkt, an dem nichts anderes übrig bleibt, als dass die Füße sich nach oben ziehen. Probier diesen Punkt zu finden hier. Sei immer nach Kraft zwischen Ellenbogen und Knien. Sei da kraftvoll. Atme. Und komm wieder zurück, bitte. Das braucht manchmal ein bisschen Übung, so wie Yoga ja auch eine Übungspraxis ist. Lass es uns nochmal ausprobieren deswegen. Also die Ellenbogen an die Innenseiten der Kniekehlen drücken, die Knie halten dagegen, Finger gespreizt. Jetzt das Gewicht nach vorn verlagern. Und der Dreh, dieser Kipppunkt ist an den Ellenbogen, an diesem Kontakt zu den Knien. Dann heben die Füße sich hoch, tief durchatmen. Und wieder zurück. Nochmal in der Hocke ankommen, Handgelenke mobilisieren. Ja, nimm einfach das mit, was jetzt möglich ist. Es kann eine Übungspraxis sein und manchmal braucht es noch ein paar Wege oder ein paar Übungsschritte dahin. Und irgendwann wird es dann funktionieren. Ich stelle dir jetzt eine andere Variante vor, indem wir die Ellenbogen nicht an die Innenseiten der Knie bringen, sondern die Knie an die Rückseite der Oberarme auflegen. Vielleicht ist das eine gute Variante für dich. Zeige ich dir auch. Die Hände wieder auffächern vor dir.
Gewicht auf die Fingergrundgelenke. Und jetzt kommst du einfach mit dem Gesäß deutlich höher. Die Hände sind etwas mehr als schulterbreit übrigens. Und jetzt legst du die Knie auf die Oberarme. Das heißt, die Ellenbogen zeigen nach hinten. Du legst die Knie auf die Oberarme und kommst jetzt hier an, in dieser Krähe. Und gehst dann, wenn du soweit bist, den Weg wieder zurück. Gut. Yoga ist immer unterschiedlich. Das ist ja das Schöne, deswegen holt Yoga viele Menschen ab aus dem Alltag. Es kann sehr sanft sein, sehr einfach sein, wie jetzt, aber auch kraftvoll, manchmal auch kompliziert. Komplizierter ist das, was wir jetzt machen. Sicherlich geht es auch noch. Ich stelle dir noch eine Variante vor, wenn du Lust hast, das mitzumachen. Das wäre die Krähe und wir verlagern die Füße jetzt zu einer Seite. Und komm wieder zurück. Ja, ruhig nochmal probieren. Position der Krähe. Die Knie zur anderen Seite verlagern. Die Füße wegschieben. Und zurück. Wunderbar. Alles locker einmal durchbewegen. Auch die Handgelenke wieder verwöhnen. Gut, such dir einen Sitz aus und kreis wieder über die Handgelenke hinweg. Und wechsel die Richtung. Und schüttelt die Arme nochmal locker aus. Wir gehen zurück in einen Yoga-Fluss, einen Bewegungsfluss und werden ein bisschen ruhiger jetzt im Laufe dieser Sequenz, die vor uns liegt. Komm bitte in den abwärts schauenden Hund. Ja, und beginn so schöne Bewegungen zu genießen, die dich jetzt mobilisieren, die dich beleben. Dann senk die Knie, komm in den Katzenbuckel nach unten, gleite zum Pferderücken über und zur Position des Kindes. Atme aus, atme ein, schwing dich hoch in den Katzenbuckel. Den Pferderücken ausatmen, zum abwärts schauenden Hund hochschieben. Einatmen in den Liegestütz, Chaturasana. Ausatmen, den tiefen Liegestütz. Versuch mal, über den Boden anzuhalten. Einatmen in die Kobra, der aufwärts schauenden Hund zu kommen. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, die Knie absenken, der Katzenbuckel. Dann der Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, hoch in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen, zum abwärts schauenden Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz. Bleib hier. Wir versuchen jetzt in drei Schritten zum Boden zu kommen. Der erste Schritt wäre, die Ellenbogen ein bisschen anzubeugen, nochmal innezuhalten. Zweiter Schritt, ein bisschen tiefer zu kommen, innezuhalten. Dritter Schritt, ganz über dem Boden, ganz knapp zu schweben und dich dann abzulegen. Schüttel dein Becken locker aus. Stütz die linke Hand neben dir auf, drück die Hand nach unten, dann hebt sich die linke Seite deines Torsos an, schiebt den rechten Arm nach links, leg dich auf die Schulter ab, zieh dein linkes Knie etwas nach außen, winkel den rechten Arm an, sodass jetzt die Handflächen ineinander kommen und übereinander kommen und dann lass dich in die Drehung fließen. Nutze ein klein bisschen Nachdruck mit der oberen in die untere Hand. Nicht so viel wie vorhin, ja, nur ein bisschen, sodass du dich an diesen Moment dieser sanften Kraft drehen kannst und die linke Schulter zurückleitet. Ja, dann beruhig die Atmung und vertiefe sie. Nochmal durchatmen und dann wieder zurück in die Bauchlage. Leg dich für einen Moment auf die Hände ab mit einer Wange deiner Wahl oder mit der Stirn. Schüttel dein Becken locker aus. Gut, dann wechsel zur anderen Seite. Stütz den rechten Arm neben dir auf.
drück die Hand in den Boden, zieh dich nach rechts hoch, leg den linken Arm nach rechts, rechtes Knie etwas anbeugen, die Arme anwinkeln, sodass die eine in die andere Hand hineinkommen kann. Drücke sanft von oben nach unten und dreh dich dabei sanft nach rechts auf. Lehn die rechte Schulter zurück. Integriere die Atmung. Nutze mal einen Moment, um durchzuatmen, um in die Drehung zu schmelzen. Dann auch hier wieder zurück auf die andere Wange oder nochmal auf die Stirn ablegen. Durchatmen. Dann winkel deine Knie, sodass die Füße nach oben zeigen und schaukel mit den Beinen nach rechts und links. Lass eine lockere Drehbewegung im Rumpf entstehen. Dann leg die Beine wieder zurück, stütz die Hände an die seitlichen unteren Rippen auf, schieb den Steiß zurück, roll die Schultern zurück, zieh dich nach vorn hoch in Cobra oder aufwärtsschauenden Hund. Einmal noch zurück aus der Kraft der Körpermitte hoch zum abwärtsschauenden Hund. Dann komm hier an, streck dich lang, atme in den Rücken. Immer mit dem Kopf ganz lockere, sanfte Bewegungen, um mal den Nacken von Spannungen zu lösen. Immer mit dem Kiefer ruhig ein bisschen kauen und die Kiefergelenke lösen von der Spannung. Und nochmal tief einatmen, den Rücken aufplustern, tief ausatmen, in den Schulterbereich eintauchen. Nochmal einatmen, den Rücken aufplustern, ausatmend die Knie aufsetzen. Dann komm über den Sitz mit den Beinen nach vorn. Schüttel die Beine locker aus, bitte. Dann schüttel ruhig nochmal sanft die Arme aus. Dann komm mit dem Becken ein Stück nach vorn. Gut. Dann zieh dich an die Kniekehlen heran, schließ den Beckenboden, stell dir eine Hose vor mit einem Reißverschluss, den du muskulär jetzt zuziehst. Und dann aus dieser Energie hebst du die Beine an, die Unterschenkel parallel zum Boden. Das ist eine Variation von Navasana, eine Variation des Bootes. So, dann kannst du gerne an den Kniekehlen bleiben, dich heranziehen mit dem Brustkorb. Oder du bringst die Arme nach vorn, hältst mehr aus der Kraft deines Körpers diese Position. Oder wenn du mehr möchtest, dann schieb die Fersen noch ein bisschen weiter nach vorn hoch. In die Kraft atmen. Dann stell die Füße wieder auf und umarm deine Schienenbeine. Atme in den Rücken. Lass ihn aufplustern. Mal auftanken mit der Atmung. Eine zweite, letzte Runde. Lehn dich ein bisschen zurück. Heb die Unterschenkel parallel zur Erde an. Schließ den Beckenboden, sorg den Bauchnabel sanft nach innen und mach einen muskulären Reißverschluss der Hose zu. Aus der Kraft gern nochmal die Arme nach vorn bringen oder die Beine strecken. Trotz der Energie, trotz dieser Spannung die Atmung immer noch vertiefen. Und dann leg dich langsam zur Erde. Komm hier an. Breite die Arme aus, stell die Füße auf. Leg ein Bein über das andere und schaukel nach rechts und links. Und nimm ganz wohlig den Kopf auch entgegengesetzt mit. Ein Wechsel zum anderen Bein, leg das über und schaukel weiter. Komm zurück zur Mitte, stell die Füße wieder auf, zieh dann beide Knie an den Oberkörper, greif dir die Knie
Schaukel in die Seiten und massiere den unteren Rücken. Gönn dir wohltuende Massagen. Und dann leg dich ganz lang ab, leg die Beine nach vorn ab, leg die Arme hinter dir ab, atme ein, zieh dich lang und ganz groß und räkelig, atme aus, entspann dich, nochmal einatmen, streck dich lang aus, ausatmen, entspann dich wieder und letztes Mal zieh alle Strukturen deines Körpers nochmal ganz groß, finde die wahre Größe zurück, ausatmen, finde die Möglichkeit wirklich loszulassen. Du kannst die Arme zur Seite ausbreiten oder mehr nach vorn bringen. Such dir einen gemütlichen Moment für ein paar Augenblicke einer Ruhe aus. Und kuschel dich, räkel dich in den Halt der Erde unter dir. Und wenn du angekommen bist, wenn die Augen sich schließen, dann atme tief durch. Mal tief einatmen in die Vorderseite deines Körpers. Tief ausatmen nach unten zur Erde. Nochmal einatmen nach oben, wird ganz leicht und frei. Ausatmend erde dich nach unten. Dann genieß die Atmung. Genieß die Entspannung. Und stell dir vor, dein Gesicht, deine Gesichtszüge werden weich. Die Muskulatur löst Spannung, wird geschmeidig. Ganz in Ruhe ankommen. Atmen und genieß. Vertief die Atmung wieder. Gönn dir die ersten kleinen Bewegungen deines Leibes. Bewegungen, die dich mobilisieren, die dich vertraut machen mit den Möglichkeiten, die du hier hast. Dich zu strecken, dich zu räkeln, lebendig und vital werden zu dürfen. Und dann komm nach oben zum Sitz zurück. Yoga ist sehr unterschiedlich. Manchmal ein Weg, der sehr sanft ist und sehr ruhig ist und der uns ganz nahe zu uns selbst führt.
Manchmal ist es ein Weg, der ein bisschen komplizierter ist, der eben Kraft braucht und der uns auch an Grenzen manchmal auch bringt. Und das ist etwas sehr, sehr Interessantes, denn dann können wir erfahren, wo wir sind, auf welchem Weg wir sind und was möglich ist, aber was auch vielleicht beim nächsten Mal das möglich ist. Und wenn Yoga Kraft braucht und abverlangt, dann schenkt es aber auch genauso viel, mindestens genauso viel Kraft im Laufe der Zeit wieder zurück. Ich danke dir für heute, dass du ein Teil dieser gemeinsamen Praxis warst, mit mir diesen kraftvollen Weg gegangen bist. Wünsche dir alles Gute für die nächsten Tage, die vor dir liegen. Freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin herzlichen Dank und Namaste.